Hi-ho und willkommen zurück, Absolutely. meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir geben jetzt erst einmal unsere Kopfgelder ab. Nein, nein, machen wir nicht. Wie sieht es gerade aus? Ist jemand in meiner Burg unterwegs? Nein, ist niemand unterwegs. Okay. Dann hätte ich nämlich gerne eigentlich Kanna wieder. Weil die Quest der Teufelin haben wir jetzt schon abgeschlossen. Netterweise. Ja, ich weiß, wir hatten sie dann nicht lange im Team, aber ist vielleicht auch besser. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Ja, ich hätte Top gerne ein quality bear Zimmer. pelt. Da möchte ich die bitte mal umswitchen wieder. If you say so. So. Dann war sie halt nicht lange im Team. Eine Aufnahmesession gerade mal. Und dann rasten wir jetzt. Packen kann er wieder Yes. hier hin. I'm here. Die Information stimmt. Gut. Obwohl alle mehr HP als Kanna hat. Following your lead. I'm here. Gut, jetzt können wir die Kopfgelder abgeben. Eigentlich sollte ich ja zum Kopfgelder abgeben, ja auch Edea und Sagani wieder mitnehmen. Damit die beiden die Erfahrungspunkte kriegen. Aber ich denke mal, dass wir das auch irgendwie nachher ausbessern können. In Kreckhold zum Beispiel und mit den Drachen. Absolutely. So. Bring die Feuer dort zu kommen. Das beruhigt. Der Kerl hätte garantiert Ärger gemacht, wenn er verrückt war. Auch wenn er verrückt war. Hier, das ist für dich. Er gibt dir einen klimmernden Beutel Gold. Kupfer, Erfahrung und dann noch das andere. Galavin sei Dank und dir natürlich. Ehrlich gesagt hatte ich Sorge, diese Narren würden sich hierher verirren und den Rest des Dorfes niederbrennen. Überreicht dir einen Sack, der bis zum Bersten mit Gold gefüllt ist. Leider keine weiteren Kopfgeldaufträge anzubieten. So, Maneha, I just, you handle yourself very well on the field. Why, thanks. Wait, are you flirting with me? I know I'm a little young, but I've always been a quick study. And I've always preferred women. Sehr schön. Also ja. Kanna versucht, Manea zu schmeicheln und fängt an mit: Weißt du, Manea, du bist wirklich gut auf dem Schlachtfeld. Und Manea sagt dann: Ach, das ist ab. Moment mal, willst du mir den Hof machen? Und Kanna: Ich weiß, ich bin etwas jung, aber ich lerne schnell und Manea dann: Und ich habe schon immer Frauen vorgezogen. Ja, armer Kanna. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein, oder? Zwischenräume. Die valianische Beseelerin Aketa ist für ihre umfangreichen Arbeiten zu den Eigenschaften neben den Adras bekannt. Kürzlich sorgte sie mit einer Aussage gegenüber Kollegen für einen gewaltigen Aufruhr im Biageb. Sie sei überzeugt, dass alles Leben der Adra mit dem Herz Ioas selbst verbunden sei. Diese Aussage allein war nicht übermäßig skandalös, aber Setta prahlte, sie habe ein Gerät geschaffen, mit dem sie die Pfade neben der Adras entlang zu deren Quelle reisen könne. Die Dinge, die sie angeblich gesehen haben, wir sorgten für einen Aufruhr unter religiös veranlagten Beseeler, die sie sofort der Blasphemie bezichtigen. Wenige Tage später war Aketa plötzlich verschwunden und ihr Haus war auf den Kopf gestellt worden.
Manche fürchten, dass sie für ihre Prahlerei getötet wurden. Andere fürchten, ihre Aussage sei wahr, dass Aketa vor dem Zorn ihrer Kollegen geflogen sei, indem sie mit Hilfe ihrer Erfindung dauerhaft ihr das dazwischen getreten sei. Idee. Kümmer du dich dann mal drum. Das sollte... Wie viele Runden? 5 Runden, aber ja. So lange werden wir Manea in unserem Team behalten. Denke ich mal. Gut, jetzt haben wir eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als ein Level-Up zu machen. Tag immer noch diesen ollen Helm. 9 Punkte. Ich könnte mal wirklich mehr Athletik gebrauchen. Ich selber. Ach, das sind ja alles. Seht den Märtyrer. Einmal pro Begegnung. Entzündet über einem gefallenen Verbündeten ein pulsierendes Leuchtfeuer. Dieses erhöht die Geschwindigkeit und die Schadensreduktion zum Verbündeten in der Nähe und verringert sie bei Feinden. Wenn der Paladin im Kampf das Bewusstsein verliert, wird diese Fähigkeit automatisch auf ihn angewandt. Ich falle aber leider nicht so oft um. Entsagung. Durch pure Willenskraft kann der Paladin jeden Geist und jede beschworene Kreatur unter der Stufe des Paladins zerstören. Geist und beschworene Kreatur mit gleicher oder höherer Stufe erleiden direkt Schaden. Sollte ich eigentlich nehmen? Heilungskette. Koordinierte Angriffe, passiv. Plus 10 Genauigkeit für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Haben wir, glaube ich, genug. Bezaubert, beherrscht, verwirrt. Angreifer erhalten minus 20 Genauigkeit gegen Verwirrte. Charakter, die unter stehen und mit dem Malus Genauigkeit bewegen. Ja, sollte ich eigentlich nehmen. Dass falls mal einer meiner Leute wieder verzaubert wird, dass ich ihn einfach entzaubern kann. Und sie mir fast nichts anhaben können. So, jetzt aber. Habe ich ja keine große Wahl. Ich habe niemand anderen gefunden und mir ist auch niemand mehr eingefallen. Außer sie hier. Außer ich müsste wirklich mit den ganzen No-Name-NPCs reden. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Und wir hatten ja auch eine Vision am Tor. Vielleicht hilft uns das hier. Got to speak up? My hearing ain't what it was. Du musst lauter sprechen, meine Ohren sind nicht mehr die besten. Erwache, Zenove, und erinnere dich an deinen Kampf im Festsaal. Ein Zittern huscht über Taenas Gesicht, dann erschlafft ihre faltige Haut. Sie hustet schroff und blinzelt dann, als würde sie langsam das Bewusstsein wieder erlangen. That name. It carries memories of death. War. Fury. The taste of blood. What do you want with it? Dieser Name, er ist mit Erinnerung an den Tod behaftet. Krieg, Zorn, dem Geschmack von Blut. Was willst du damit? Ihre Augen sind ungewöhnlich klar geworden. Was hast du ihr angetan, Talisa? Ja, das, was man mir und dir auch angetan hat, Alof. Ich muss in Dürgans Batterie hineingelangen. Was ist das für ein Spiel, Fremde? Glaubst du, eine Pargon würde so leicht ihr eigenes Volk verraten? Ihre Hände umklammern eine imaginäre Waffe. Zenoves Essenz rührt sich mit demselben kampfbereiten Furo, den du in ihrer Erinnerung aus Dürgans Batterie gespürt hast. Sie ist gefährlich. Über Zenove ringt und kämpft Tenias überwältigtes Bewusstsein. Du wirst Dürgans Batterie niemals verraten. Deine Loyalität ist offensichtlich. You speak like one who knows me.
Sie blinzelst, du sprichst wie jemand, der mich kennt. Ihr Zorn verschwindet, Verwirrung geht an seine Stelle. Du überlegst, wie du sie nutzen kannst. Then you're not one of Zoltan's visiting merchants or Exandru's foreign zealots. You're one of us. Dann bist du keiner von Zoltans fahrenden Händlern oder Exandrus ausländischen Fanatikern. Du gehörst zu uns. Noch während Zenove durch die alte Frau spricht, spürst du, wie Taneas Bewusstsein sich erholt und festigt. Das ist gut. Ich kenne die Tür mit einem Relief, das einem Amboss und eine Wand mit Zinnen zeigt. Klingt das vertraut? Ihre Augen öffnen sich weit und sie beginnt eine rhythmische Rezitation. Hämmer von Dürgern erklingt laut. Möge des Ambosses tiefe Musik erscheinen. Die Mauern der Batterie schützen unser Werk vor Plünderern und Wilden. Dann gleichermaßen. Abidons gewissenhafte Plackerei an der Schmiede und die Feuer, die das Erz erleuchten. Sie atmet tief durch und ihre Augenlider senken sich. Im Körper der alten Frau kämpfen die Persönlichkeiten und Erinnerungen von Zenove und Taena um die Vorherrschaft. Taena beginnt aufzutauchen, aber noch ist Zenove stärker. Ihre Wut und ihre Panik sind vorübergehend gelindert. Du empfindest beide Teile der Seele als etwas Flüssiges, Formbares, wenn auch nur einen Augenblick. Zenovis Essenz hinabdrücken, sodass Tanea wieder auftauchen kann. Taneas Essenz hinabdrücken, sodass Zenove sie voll entfalten kann. Nein, wir schicken Zenove lieber wieder in die Vergessenheit. Denn sie ist schon lange tot. Und es gibt keinen Platz mehr hier für sie, ehrlich gesagt. Tanea ist zwar schon alt und alles, aber sie soll ihre letzten Jahre doch in Frieden ruhen können. Sie stößt einen tiefen Seufzer aus, mit dem die Wut und das Trauma ihres vergangenen Lebens aus ihr entweichen wie Dampf. Als sie aber wieder zu dir aufblickt, leuchten ihren Augen eine neue Energie. Did I nod off? My, but I had the strangest dream. Bin ich eingelegt? Ich hatte einen sonderbaren Traum. Sie schüttelt den Kopf und wischt sich ihre Hände an der Hose ab. So much work to be done. Pardon me, but I'd better check on those miners. At the rate they're going, it'll be another year before they clear that blazing shaft. Es gibt so viel zu tun. Verzeiht mir, aber ich muss nach den Bergarbeitern sehen. Sie arbeiten so langsam, dass es noch ein Jahr dauert, bis der verfluchte Schacht geräumt ist. Möchte dich was fragen? Dann lass mal hören. Das ist alles. Plenty of work to be done indeed. Es gibt jede Menge zu tun. Sie reibt eifrig die Hände zusammen. Oh, 3 Level-Ups. Der Einsiedler der Weißmark ist abgeschlossen. Ich habe das Festungslied von Zenove gelernt, einer Zwerge, die Dunkans Batterie gelebt hat und gestorben ist. Ich konnte in Zenoves Intensität nutzen, ohne Taneas zu überwältigen. Die alte Minenaufseherin scheint sogar eine neue Kraft gefunden zu haben. Die Verse des Liedes lauten, Hämmer von Dürgern erklingt laut, möge des Amboss tiefe Musik erschallen. Die Mauern der Batterie schützen unser Werk vor Plündern und Wildern gleichermaßen. Er wird uns gewissenhafte Plackerei an der Schmiede und die Feuer, die das Erz erleuchten. Ja, und hier steht nochmal dasselbe. Ich bin bereit, Dürgans Batterie zu betreten. Ich habe das Relieffragment, das die Expedition des Blauen Schlüssels gefunden hatte. Und ich habe das Festungslied, das ich in Stalwart gelernt habe. Gut. Ja. Bessere Hälfte. Wo war das mit dem Fischer? Die Muse des Fischers, ja genau hier. Und es fehlt immer noch der Helm. Und das ist eben in Quest. Gut, dann mal Level-Ups machen. 12 Punkte. Ja, packen wir mal da einen rein. Obwohl, noch ein in Athletik ist besser. Brutaler Widerstand. Ausdauer regenerieren wäre schon nicht schlecht. Blutdurst. Oh, das ist nett. Wenn der Barbar einen Feind getötet hat, kann er gleich den nächsten angreifen.
Der Baba kanalisiert seinen Zorn in einer Energiewelle, die jene, der ihm im Weg steht, Fruchtschaden zu, wie du die benommen zurücklässt. Wenn der Ruf eine feste Oberfläche. Trifft, palte er einmal ab. Drachensprung. Drachensprung wäre nett. Ja, ich nehme Drachensprung. Dann kann sie zu Fernkämpfern und Magiern springen und denen eine verpassen. So, ihm. Er hat nur 6 Punkte. Sieht ulkig aus mit dem Zeug. Aber gut. Die lange Pein. Waffe beschwören, Fäuste der langen Schmerzen. Für 30 Sekunden.